Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig. Wir spielen heute wieder eine Runde Super Smash Bros. Wir müssen hier ein bisschen zurücklaufen, denn der Endgegner, Freunde, war nicht da, sondern da irgendwo anders. Und ist hier? Nein. Hier war der. Hier lang läuft und dann hier und dann hier. Und immer gerade auch. Hier. Wer auch immer das sein mag. Wollen möglichst gut gewaffnet sein, deswegen Boom Boom und Pom Pom. Gucken wir mal, Freunde. Gucken wir mal. Was ist das für eine Maschine? Galeon. Sollte ich vielleicht nicht in die Presse. Schießen Sie falsch zurück. Bitte, ich bin eingestampft, ne? Bam! Der kommt mir genau zugeflogen und explodiert dann. Mega! Galeom, also ein Endgegner hier. Ich hab ihn als Geist freigeschaltet, okay. Man kann gegen ihn kämpfen, aber hat ihn dann nur als Geist. Okay, okay. Drei Maxi-Snacks kriegen wir dazu. Natürlich nicht so verkehrt, sage ich mal, ne? Natürlich passiert hier wieder irgendwas. Gucken wir mal, was passiert. Ja, mal nice, wenn man so Sachen freischaltet, irgendwas. Da wird der Schild wieder schwächer. Wurde weiter geschwächt. Blinkt jetzt schon rot. Wie lang? Hier ging es lang. Gegen drei Gegner habe ich da drin nicht gekämpft, weil ich dachte, komm, das Beste. Guck mal auf die ganze Karte. Wir haben irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr wo. Bergen platziert. Gehen wir erstmal raus. Ging. Irgendwo eine Höhle. So, hier! Ah, ich kann die abholen. Das wollte ich nämlich mal kurz machen. Beendet. Mission abgeschlossen. Was haben wir freigeschaltet? Hat jetzt unbedingt was? Ich weiß es nicht. Glaube ich nicht gelohnt, die dafür wegzugeben. Man lockt sich genau da aus, dann lohnt sich es vielleicht, aber so hat es jetzt nicht für mich gelohnt. So, wir gucken mal, wo wir jetzt lang gehen. Ist verschlossen. Hier können wir lang, glaube ich. Da kriegen wir auch ein bisschen was an Sachen wahrscheinlich wieder. Gucken wir mal. Was? Der hat einfach mein Zeug geklaut?
Und fliegst du? Jetzt die billigste Attacke, die mir gerade einfällt, aber wenn es klappt, warum nicht, ne? Warum nicht, wenn es klappt? So, Metal Sonic freigeschaltet als Geist. Läuft bei mir. Hier in Gott freigeschaltet. Darum ging es mir am meisten. Ob ich den Kämpfer oder so. Gucken wir mal, wenn wir da sind gleich. Uiuiui, mal eben trinken. Bereit? Los! Nein, ich bin noch nicht bereit. Ich war noch am Trinken. Ein einziges. Dann hat er doch noch einmal. Ich würde den so gerne einfach nur rausschlagen. Geht die Kinder nicht richtig? Was? Auf keinen Fall zerstört er mich da. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm, Freunde? Das geht so nicht. Weißt du das, dass es so nicht geht? Hinten? Das passt schon mal. Oh, geht doch. Meine Güte. Schwere Geburt mal wieder. Mit Rabbit Mario freigeschaltet. Wir haben ja schon Rabbit Donkey. Aus einer der vorigen Folgen. Ich weiß gar nicht mehr, welche. Eine der ersten fünf, glaube ich, war das sogar. So, den sollten wir auch besiegen im Normalfall. Gucken wir mal. Cheek. Mit Shunobo als Geist. Okay. Und ein Schwertkämpfer ist auch dabei. Ah, Freunde. Bereit? Los! Wieder?
komm, ich übertreibe jetzt mal. Ich nehme einfach irgendwen Starkes und mach den kurz platt, ey. Geht doch nicht, oder? Ja, meine Bum-Bum-Brüder. Dann kurz Schau Kakao, ey. Das lasse ich mir echt nicht gefallen, Freunde. So. Mitmachen hier? Was? Niederlage fortsetzen? Kann. Das gibt es nicht, oder? Würden die nicht so lacken, ne? Das wäre alles viel besser. Bereit? Los! Nein, ich bin noch nicht bereit. Warte auf mein Handy. Ja, weggedrückt, ja. So, geht doch, ey. Meine Güte, schwere Geburt hier. Gegen so einen leichten Gegner eigentlich. Und dann sowas, ey. Unfassbar, oder? Ich sehe gerade, dass ich hier hinten so die Haare wieder hoch habe und den Rest nicht mehr. Auch geil. Ah, ich kann das reparieren. Nice, dann kann ich hier lang und dann kann ich da einen Charakter freischalten. Mega. So, Woyoshi als Geist, mal gespannt. Gegen mich König DDD. Bereit? Los. Drei Stück davon. Gut gefressen eigentlich. Gar nicht mehr. So, beide mit einem fällig. Oh, Yoshi kriegt Level up, alles tutti, Freund. Nur die Haare noch nicht so ganz, die stehen immer noch hinten zu Berge. Den Kid müssen wir auch noch. Kid nehmen wir noch auf dem Weg mit, beziehungsweise Mario war es, glaube ich. Mit Kid als Geist. Ja, Mario-Team mit Kid als Geist. Kid sieht so ein bisschen aus wie, DJ Detweiler von Disney's Große Pause. Was macht er da? Was hat er da gemacht? Warum war der da unten? Come on. Bitte dich. Eieieiei.
Gut, das war klar. Wie lange ist hier der Wind? Hä? Von wo wurde ich jetzt noch? Alter. Come on, ich ändere die Gruppe oder push den ein bisschen. Ich push den ein bisschen, komm. Geben den ein bisschen mehr. Alter Schwede, was ist mit dem? 52 Level gibt's on top. Noch ein paar drauf. Und weil es so schön war, haben wir noch ein paar drauf. Mit einem Level ernsthaft. Egal, das kriegen wir dann durch den Kampf. Und dann kämpfen wir, Freunde. Da kennen wir nichts, da kämpfen wir. Was mache ich da? Alter Schwede, Revanche natürlich. Mann oder was? So. Geht doch, ey. Das Mario-Team hier wollte es wissen von mir. Aber habe ich geschafft. Alles tutti, Freunde. Alles locker flockig. Das macht man dann mal eben, ne? Pummeluft schalten wir jetzt frei. Oh. Oh Mann. Okay, ich lasse das schon. Da läuft gerade richtige Pokémon-Musik im Hintergrund. Da kriegt der mal mega viel Damage-Körper. Ja, der kommt doch nie wieder hoch. Okay, ciao, Pummeluff. Pummeluff spielt nur mit. Er kämpft nur mit. Uiuiui. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Läuft bei mir? Oder so? Da, der Weg wurde jetzt auch freigegeben. Da, jetzt lang. Hier, kurz lang. Gucken wir mal, ob wir da was reißen können. Gegen Link mit Fei als Geist, hoffentlich richtig ausgesprochen. Falls ich da irgendwas nicht richtig ausspreche. Tut mir leid, ich bin kein Oberpro im Nintendo gedöhnt und alles, was damit zu tun hat, irgendwie. Ein bisschen was kenne ich, aber ich bin jetzt kein Oberpro, wie gesagt. Ich habe nicht jedes Nintendo-Spiel. Doch, teilweise ist das ja auch Sega und was weiß ich. Teilweise hat das auch gar nichts mit Nintendo so wirklich zu tun. Also, das ist wieder vom frühen Nintendo, die irgendeine rauskam. Bis auf die Switch, die letzte Konsole vor der Switch, wo meine GameCube Nintendo-mäßig. Ich eigentlich kenne ich die Animal Crossing-Charaktere auch noch nicht. Crossing kommt ja erst raus. Mehr Gas geben müssen, als er da benommen lag.
So. Machen wir das so, oder? Als Geist freigeschaltet, gucken wir mal, was in der Kiste was, glaube ich, ist. Uiuiui. Die Kiste ist... Power State, Kirby Air Ride. Okay, okay. Freunde, ich würde sagen, den Rest machen wir dann in der morgigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, eure Reihen. Ciao!